Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Forever Skies. Das Update ist raus. Das, was bis jetzt Beta Branch mit ein bisschen Safe Games kopieren etc. war, ist live und auch gleich einen kleinen Hotfix nachgeschoben bekommen. Heißt so viel wie, wir werden das jetzt mal live spielen. Wir haben nämlich beim letzten Mal auf der Beta das Ganze gemacht. Das war okay. Schaut irgendwie verregnet, obwohl es im Haus ist. Das ist ein bisschen eigenartig. Und werden das jetzt nochmal nachspielen. Wir wissen ja ungefähr, wo wir hin sollen. Letztes Mal haben wir hier gesehen. Ich habe gesagt, ja, hier gibt es irgendwo ein Fragezeichen. Ich habe hier keins. Bin dann rumgeflogen und ist gekommen. Das werden wir jetzt auch machen. Also, checken wir mal die Patch Notes. Das sollte mit meinem neuen Bildschirm-Switch funktionieren. Warte. Tschuck. So. Steam. Hier. So, passt. Alles da. Also. Ich weiß nicht, ich glaube, das geht besser, wenn ich das so mache und dann rüberschiebe. So, also wir sind hier. Die Patch Notes sind live. Mal das Vollbild machen, weil es lustig ist. Ja, wir überfliegen es kurz. Wir wissen ja schon das von dem Beta-Video. Wir haben eine neue Location, den High Point. Der ist markiert als Fragezeichen. Ist so ein Windradteil ähnlich, eigentlich irgendwie, aber nicht ganz halt. Da gibt es dann zwei neue Sachen, die Brücke und drinnen gibt es, glaube ich, die Docking Plank gibt es da und dann gibt es da drinnen den Recycler, ist das, soweit ich das weiß. Ja, das war es aber auch schon von der Location hier, das plus Recycler. Der zerstört Sachen, die Plank ist zum Andocken, da geht man auch dann rüber damit, da muss man recht hochfliegen, machen wir gleich. Der Recycler zerlegt alles wieder in seine Grundsachen zurück, das ist recht cool. Schaut optisch auch gut aus, macht optisch wirklich was her. Dann Inventory Changes, ich gehe das nur deswegen schnell durch, weil wir es ja schon haben. Um es einfach zu halten, sie haben die Inventory Size um 25% erhöht. Sachen, die nicht gestackt haben, wie Batterien, stacken jetzt. Und auch die Zahlen wurden erhöht, was stacken kann. Zum Beispiel die Extract Able, das ist bei denen so anscheinend unterteilt. Also das Extrahierbare. Was mit dem Gerät funktioniert, also Glas, Metall, Synthetics, Kupfer, ist jetzt von 50 auf 100 erhöht. Die Pick-up-Items von 20 zu 25, das sind die, was man mitnimmt, wie die Grafikkarten hier. Ja, das sind Grafikkarten, auch wenn es nicht so ausschaut, wenn es nicht so heißen. Und die Rare-Pick-up-Items haben von 5 bis 10 jetzt increased, das heißt, diese Batterien hier zum Beispiel gehen jetzt bis 10. Okay, but that's not all. Sie haben das Ganze halt einfach irgendwie da größer gemacht. Die Storage, die Small Storage haben jetzt da auch am größeren Platz und auch die Hängekästen hier mehr Platz drin. Neue Colorfarben, da gibt es ein paar, die schauen cool aus. Das schaut so richtig so baustellenmäßig aus. Das wirkt einfach nur edel. Das kommentiere ich nicht. Military Theme wäre zum Beispiel cool, das wäre für mich was. Dann gibt es zu dem Automatic Extractor ein Upgrade. Der packt jetzt auch bis zu 100. Links, rechts, überall bei den Gegenständen. Hat jetzt einen Ausschaltknopf zum Stromsparen, wenn er gerade nicht benötigt wird. Und da kann mit dem Upgrade, was zu finden ist im Underground, Under Dust, kann er hier dann auch filtern. Das ist sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Kann man nur sagen. Kurz Patch Notes, das neue Location, High Point Windfarm, Docking Plank, Recycler und die Filtering Deck Extractor. Neue Artefakte und schon besuchte Locations werden jetzt ausgegraut, wenn die Batterie rausgenommen wird. Das überfliegen wir kurz. Water Consistor kann man, Condenser kann man immer drauf gehen. Automatic Deck Extractor, Filtering Extractor und der Knopf für einen Ausschalter. A fabricate is added as research to conduct on the research station. Okay. Weiß ich nicht genau, was das meint. Ich glaube, das ist nur so ein, der Vollständigkeit halber irgendwo hinzugefügt. Metallplatten bei der Lift Location extrahieren ist saved. Okay. Weniger Repair-Flecken, die spawnen, das ist schon mal gut.
Ich glaube, jetzt kann jedes Ladegerät, glaube ich, jedes laden. Das ist zum Beispiel auch cool. Das eine braucht das andere als Resource zum Bauen. Ansonsten eigentlich muss ich jetzt sagen, ja, Stack Sizes sind größer geworden, Battery Stacking, Ding, bla bla. Das war's. Das waren prinzipiell die Sachen, die hier im Endeffekt wichtig sind. Switchen wir wieder. Jetzt sind wir wieder im normalen Game Mode und genau das werden wir jetzt alles testen. Wir haben ja hier jetzt die kompletten Stacks. Können wir eigentlich jetzt, man kann theoretisch alles in ein Ding legen. Und dann nehmen wir da alle raus. Und geben die 100er Stacks wieder zurück. Das ist cool. Schon, ne? Die Blume habe ich letztens durch Zufall gefunden. Ich hoffe, die finde ich heute wieder. Ja, hier haben wir Replicator zum Herstellen wieder, weil wir haben den schon, das ist der Vollständigkeit halber. Leiterplatine und Elektrik, das kriegen wir hin. Elektrik. Leiterplatine. Wisst ihr, dass ich mich jedes Mal wahnsinnig freue, wenn mit einem Spiel was Neues rauskommt? Einfach nur, weil ich was basteln, weil ich wieder spielen kann. Es fehlt nur noch die Kartuschen. Die rote Blume, die kleine Aster, die fehlt mir. Und dann werden wir jetzt mal wieder aufladen alles. Wurde übrigens auch irrsinnig beschleunigt, wenn ich mir das so anschaue. Weil theoretisch könnte ich einen zweiten Schnelllader bauen, Werkzeugladegerät. Verbessertes Werkzeugladegerät. Okay, dann brauche ich dreimal Transformator, einmal Energiekristall. Das ist so eine abartige Methodik da gerade. Das ganze Zeug irgendwie reinzufüllen. Indem man einfach alles rausnimmt. So ein, nimm alles, gibt's nimmer nicht. Schande über euch. Aber anders wäre es jetzt die Frage, wie wir es sonst machen, dass man da alles jetzt auf den Stack kriegen, außer wir klicken mal alles durch. So. Ich schaue hier drauf, da gibt es einen habe ich. Ich glaube, rauskommen müsste ich nur mal die Hälfte eigentlich von meinen Storage dann braucht ungefähr. Aber ich müsste es auch richtig machen. Ich habe das jetzt nämlich falsch angefangen. Ich habe nämlich zum Beispiel hier nur hier probiert und nicht hier. Wäre zum Beispiel da noch drauf gegangen. Man müsste theoretisch nämlich ja immer beim ersten beginnen. Aber wir wissen alle miteinander, dass die, selbst wenn die Sortierung mal eins mal kurz so ist, dass die nicht auf Dauer so bleibt. Also da wird eh nichts. Wobei ich dabei sagen muss, hier werde ich gleich wieder, das gebe ich gleich wieder rüber. Das ist so meine Essensabteilung da irgendwie. Und Mal. Essens- und Malabteilung. Machen wir es gleich Nägel mit Köpfen.
Wie gesagt, auch die kleinen Kisten nehmen jetzt mehr, aber noch nicht genug. Das brauchen wir dann. So. Ja, es ist viel Geklicke, aber im Prinzip sind wir gleich fertig damit. So. Es kommen aber immer wieder, trotz des sehr oft über die erste Kiste schon drüber fahren, kommen immer wieder Sachen dazu. Sorry, dass das ein bisschen sich zart jetzt. So. So. Komm, der letzte. Ah, ist auch voll. Verdammt. Und ich hab mir gedacht, der ist vielleicht nicht ganz voll. So, dann werden wir dann gleich mal Gas geben. Wir müssen dann ja auch Richtung den Turm nach unten. Nein, ich hätte auch absolut kein Problem, wenn wir noch einen zweiten Part machen, weil das Spiel ist so cool. Das Problem ist halt nur, damit ich dann irgendwie ja, ich habe kein Content da. So, gehen wir mal hier. Gute Nacht, Bob. So, jetzt ziehen wir mal weiter. Ist der Bob auch wach geworden? Wie gesagt, das Spiel hat gar nichts, bietet gar nicht so viel eigentlich, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Also schon vom Bauen her, aber auf das alles, selbst die eigentlich die kleinen, die Motten, das bewegt sich alles so schön und so. Das ist schon schwerst cool. Ja, ja. So. Die lassen wir da mal da drin. Schau mal nach, ich habe da irgendwo ja auch hier den Tisch nämlich abgelegt. Die Laterne ist mir egal, aber der Tisch hat gut ausgeschaut. Den habe ich in der Beta ja auch da oben irgendwo hingestellt. Das hat recht geil ausgeschaut. Ich meine, der schaut auch hier herin geil aus. Aber da oben ist der Aufenthaltsraum, ist halt oben. Der ist schon sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Kann ich fast nichts mehr sagen dazu. So. Dann machen wir hier mal einen kurzen Ausflug. Ja.
Nope. Oh, ein Gartenzwerg. Au. Ja, und jetzt? Hehe, Viecherl. Ich hab's gewusst, in der. Ich auf einmal in der Beta, auf einmal gleich beim ersten Gewächshaus die roten Blumen hatte. Ein Hase? Jetzt wird schon cool. Aber die hatten ja angeblich auch Spawn-Probleme, die Blumen. Das brauche ich nicht. No battery. Gut, der Spot müsste jetzt ja eigentlich ausgeraut sein. Das graut die aber nicht aus, alle. Hör mal da durch. War. Da reißt sich richtig von dieser. Boing. Was ist das für ein komischer. Also. Nicht komisch, ich komme nur von der anderen Seite. Okay. So, eins.
So. Also Loot gibt's ja genug da in dem Spiel überall. Das war eh schon was jetzt mit dem. Sie sagen zwar nicht doppelt, aber jetzt ist das ist ungefähr das doppelte Inventar. Ist es natürlich noch viel geiler. Kommt da ja irgendwie rein. Ich bin da ja letztens auch reinkommen irgendwie, aber ich war dann drin, aber dachte, das hat sich nicht ausgezahlt. Nee, jetzt wird wirklich gepusht. Das sind neue Artefakte. Jep, da drüber ist natürlich auch nichts. Zwei, das ist neu. So. Ui. Ui, ui, ui. Na gut. Ja, um die Folge gehe ich natürlich da los. Ich lustiges Kerlchen. Ja, das ist wieder. Das schreit ja schon nach. Fällt alles irgendwie zusammen. Wenn es gut geht, muss ich nur ein Stückchen runter. So, Battery, rauf da, drum runter, rein, das erste Rezept holen, upgraden.
Ich weiß, da fehlt doch eine Zahl. Dann haben wir andere gescannt. Komisch, aber was ich ja noch weiß ist, dass das eine Teil hier jetzt genau da direkt vor der Tür liegt. Das war nämlich letztes Mal so total easy. Und es ist jetzt wieder. So, das war's eigentlich schon. Das war nämlich der einzige, den man da herunten irgendwo kriegt. Wir nehmen das noch alles mit, was wir brauchen können. Ja, Robbery Mode. So, wir haben den Extractor. Wenn wir unsere Außenteile natürlich gleich einmal ein bisschen umbauen. Sehr gut. Da lang. So. Im hier müsste man dann... nö. Oder? Ja, den müssten wir erforschen können. Und dann kann man den auch machen. Research finalized. Sonne. So. Energiekristall habe ich, Polymer habe ich, finde meinen Deck Extractor. So. Das Problem ist wirklich, dass man den einen Windrad-Turm-ähnliches Teil, den muss man halt auch wirklich finden. Ich werde das in meinem alten Video nachschauen, wie das Symbol ist, falls da beim Anzeigen was schief geht. So.
schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, stellen wir es daher. Ein bisschen nach vorne wäre noch gegangen, gell? Ein Stückchen nach vorne, so. Nötig deine Festkörperdrift, cool ist, ich fliege einfach irgendeine Richtung. Schon gespannt und da wieder so. Ich meine, ich habe beim letzten Mal auch viele andere angeflogen und bin gelandet. Vielleicht muss man das machen. Also wieder ein paar Berge. Ja. Setzen die Motoren wieder aus. Yay. Zehn Biomasse. Ja, wie gesagt, ich rede relativ wenig, gerade ich werde mich versuchen, ein bisschen zusammenzureißen. Das liegt einfach daran, weil ich das alles schon gespielt habe, jetzt ist das halt ein bisschen nicht mehr so neu. Und ich versuche gerade da damit Gewalt das zu finden, weil ich nicht weiß. Ja, keine Ahnung. Printing completed. Ja, wir haben nur einen Triebwerk. Machen wir es einfach rein, ist egal. Printing completed. Boah, es geht ja viel schneller. Das ist urfies. Printing completed. Wir könnten nochmal links abbiegen und da über die Batterien stehlen oder rechts abbiegen. Leute, ich habe das Fragezeichen entdeckt. Ich habe es entdeckt. Ich entdecke es natürlich genau dann, wenn ich eigentlich schon am Weg so drauf bin. Irgendwas scheiß drauf. Heute nicht mehr. Ja, der Part ist übrigens ein paar Mal gecuttet. Nicht wundern. Ich habe ein paar Mal eine Weile lang wirklich einfach nichts geredet und war ganz ruhig. Das über so Kleinigkeiten habe ich mir gedacht, nehme ich das raus. Aber Leute, wir können, wenn ihr wollt, das Spiel hier auch weiterspielen noch ein bisschen. Für einen Restart finde ich es noch zu früh, was er gesagt hat, machen Restart. Wir haben ja noch nicht viel gemacht, wir sind ja gleich wieder da, also ein bisschen Content wäre schon cool. So, welcher Motor ist ausgefallen?
Wo ist es? Wo ist es? Das Fragezeichen dahinter, hinter dem Punkt, da wo ich bin, da. Da muss es wohl sein. Vertippt man gerade alles? Jawohl. There it is. Das ist er. Jawohl. Maximale Altitude. So, jetzt muss ich einmal bremsen. Ich hab da irgendwo. Ja. Wir brauchen nämlich. Das werden wir jetzt da aber nicht annehmen gleich. Das kann man nämlich upgraden. Nimm eine Hauptplatine dazu. Das ist wieder anstrengend, glaube ich. Kupfer, Leiterplatine, Plastikmüll habe ich. So. Mit dem Polymer. Ja. Alter. So. Also, wer macht jetzt das? So. Wir müssen hier Triebwerk noch anhaben. Printing completed. So. Riecht das jetzt hin? Hier mal was ablegen irgendwo. Das Essen legen wir da ab. Ja. Maximum flight altitude increased. So. Ich glaube nicht, das reicht.
uncharted area. The preliminary analysis started. Analysis completed. Detected new objects requiring... So, das ist nochmal das Dock, die Andockplatte. Und die müssen wir jetzt dem eigentlich bauen und dann reinmarschieren. Okay, Moment kurz. So, um die... Was trinken? Um die Docking Blankets zu bauen. Wie gesagt, ich habe den Part jetzt zweigeteilt. Ich habe das gestern nicht mehr geschafft. Ich war so müde. Ich hoffe, der vorige Teil zu dem Part war, ist erträglich. Ich schneide den ein bisschen zusammen, wo ich dann aber eingeschlafen bin beim PC, weil ich so fertig war. Ich mache das jetzt fertig in Gescheit. Also wir müssen die Docking Plank, die haben wir jetzt ja da oben gescannt hier. Das heißt, wir müssen jetzt aber rein auch für das letzte Teil. Das erste haben wir ja aus dem Underdust. Wir müssen das scannen, die Andockplanke. Ah, man kann das so, oh, man kann das so teilmäßig da reingeben. Das wusste ich auch nicht. Das ist mal neu. So. Das ist ja cool. So, dann scannt er das. Wenn wir das herstellen, das fehlt uns ja dann noch, dann stellen wir das schnell her. Benötigt Fabricator, hier. Andockplatte, so. Maschinenteile 30 und 2 Leiterplatinen. Wo sind die Maschinenteile? Ah. Das habe ich eigentlich eh mitgehabt, oder? Ja. Zack. Es ist nämlich echt praktisch, das werden wir wieder hier montieren, da. Das kann man da... Das kann man mitnehmen. Das sind noch über den Freiraum nageln. Scheiße. Das rechnet leider so gut. Das ist schon der Upgradete. Der nicht. Der auch nicht. Das passt so von der Einstellung her, ja. Das, ja, läuft. Gut. Ah, fertig. Machen wir gleich noch eine. Oh Mensch. Schienenteile. Stimmt, das waren nur 25. Hab ich mich vertut? Mal nochmal mit, so. Aber wie gesagt, mit den neuen Ding, die Stackgrößen ist das wesentlich, wesentlich, wesentlich besser alles. Tausendmal. Machen wir da unten die Rampe. Prinzipiell würde ich die ja gern daran machen, aber. Das ist ja, wie gesagt. Ich habe das in der Beta nicht so gescheit, dass das mal gescheiter macht. Dann reiße ich das lieber wieder weg einmal. So, das ist auch fertig. Und ich sehe gerade, ich kann das auch gleich wieder herstellen. Brauchen wir dann eh auch wieder. So, haben wir da Essen drin? Ja, brauchen wir. So, wir heben jetzt mal kurz ab. Wenn wir das sowieso müssen. So machen. Nein, das nervt mich. Und ob das geht? Ich weiß nicht, welcher Teil hier blockiert ist.
Gibt es da eine Möglichkeit, da irgendwie was Kleineres, Schräges hinzubauen oder so? Nee, gell? Nee, gibt es da einen Schräg. Ah, nur den Steg. Ja, okay. Was braucht der Steg? Synthetics. Kann man ja nicht irgendwie rotieren schon, aber das so nicht. Ja, wenn ich den da her mache, brauche ich den jetzt da rein so. Dann ja, das wäre auch jetzt dazu schön gewesen, das geht leider nicht so. Wisst ihr, ich will das halt schön machen. Das ist ja gerade nur mein Problem, wie mache ich das jetzt am schönsten? Dass das Sache nicht kacki ausschaut. So. Bleibt mir eh nochmal so über. So schaut eigentlich recht cool aus, ne? Ja. Machen wir das auf der zweiten Seite dann auch gleich. Müsste jetzt aber sogar ohne wegreißen gehen. Mal hierher. 5. Das auch so. Jetzt hätte die Schräge, jetzt wollte ich mit dem Finger hinzeigen, die Schräge links oben und rechts, die will ich auf dem gleichen Niveau haben. So. Wo springt er da so deppert? So. Ich glaube, das schaut so gut aus, ja. Das passt. Schaut gut aus. Dann werden wir jetzt noch geschwind den wieder hinsetzen. Weil wir den eh immer da rechts stehen haben. Für eventuelle besser vorbeigehen kann. So. Da drüben auch so. Das muss schon symmetrisch sein. Nein, ist er nicht. So, setzen wir das auch vorne hin, dass man besser vorbeigehen kann. So, passt. So passt es gut. Das heißt, wir können jetzt rauffliegen. Gehen wir da mal rauf. Strafen geht ja nicht, ne? Das ist nicht wirklich. Machen wir so. Sieht das aus? Ah, komm schon. Fuck. Fuck, 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 fuck it. Nein, 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 falsche Richtung, falsche Richtung. So. Haha, so geht. Scanner. Nehmen wir alles mit. Ukrainischer Teller. Mal dahingestellt. Das war das Artefakt. Habe ich jetzt eh schon mehrere. Ich habe ja auch die Flasche und das alles gestern gekriegt. Aha. Damals bin ich ja von oben rein da, gell? Das war ja völlig unnötig eigentlich. Also bin ich von da unten darauf. Also, ich finde, das Spiel hat ja wirklich einen Nerv drauf, weil wenn das Movement nicht so beschissen wäre, dass manchmal da in jedem
Eck bleibt man hängen, das passiert leider wirklich öfter. Also für schnelles Gameplay ist es nicht geeignet, aber das ist eh nicht notwendig. Aber die Aussicht hier, das ist so ein cooles Ding, die haben das so schön gemacht. So, schaut gut aus. Muss ich jetzt weiter? Da geht es ja noch irgendwo weiter. So, hier die Flaschen. So. Aber irgendwo. Da ist noch. Ey, das ist drin noch. Hab ich vergessen. Muss ich wieder da runter? Das war jetzt knapper. Da drüben in der Kiste. Hopp! Essen. Ja, ist das. Ist nochmal mit. So, jetzt haben wir noch ein Problem. Jetzt haben wir noch hier nämlich den hier. Jawohl! Bam! Kaputter Recycler. Hammer! So, Leute, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir alles, was im neuen Patch hinzukommen ist, hinzugefügt. Und ich bin stark am Überlegen, ob ich in dem Spiel wieder mal, jetzt wieder mal mich reinpfeife in das Spiel. Und wieder ein bisschen rumfliegt, noch einmal ein paar Sachen einsammelt, weil es gibt ja hier noch einige. Man kann ja das Raumschiff nochmal umbauen, das Luftschiff nochmal umbauen. Ich habe da ein paar sehr gute Ansätze gesehen von diversen Leuten. Das sieht so cool aus. Die haben zum Beispiel auch die Zeppelins da oben. Also. Die hier. Haben die unterm Schiff gehabt. Und zwar wie so Bojen bei so einem Wasserflugzeug verwendet. Dass das ging, wusste ich ja gar nicht. Aber da kann man sicher noch einiges basteln. So, wir werden jetzt aber hier ein bisschen zur Seite drehen, dass da nichts mehr passiert. So, auch das wurde erledigt. Moment mal. Ich denke mal, da gibt es ja irgendwo auch... Da gibt es doch irgendwo... Genau das. Ich will nämlich nicht, dass das weiter leuchtet. Weil ich dann wieder nicht weiß, ob ich schon da war oder nicht. Ja, genau das. So, genau. So. Eine Scheiße. Ich esse das Essen. Das Essen ist ein bisschen nutzlos in dem Spiel, noch muss man sagen. Ich esse das alles immer deswegen gleich, weil es einfach... Ich habe eigentlich mit den Motten bringt eine so viel, wenn man sie wirklich hat, dass es eigentlich ziemlich wurscht ist, ob man da jetzt da so viel aufhebt oder nicht. Wie gesagt, ich werde hier auf jeden Fall noch weiterspielen. Wir werden hier jetzt das so halbwegs fertig machen, ein Plastikmüll. Weil es sind derzeit viele andere Spiele gleichzeitig natürlich wieder erschienen. Ah, jetzt habe ich den gegessen. Mist. Was im Endeffekt jetzt natürlich wieder ein bisschen das Ganze stressig macht. Ich würde das schon gern zocken hier. Also da keine Sorge, das mache ich auf jeden Fall. Aber ich möchte trotzdem mal die andere Spiele auch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich Coreborn jetzt machen soll. Ich glaube, da mache ich eine Umfrage. Leute, wollt ihr Coreborn sehen? Ich wollte schon, war auch ziemlich gehypt von dem Game. Aber es war dann doch sehr schwerst ernüchternd, was in der Beta dann zu bieten hatten. Dass ich da ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob wir das wirklich tun wollen. So, Research finalized, Fabrikator benötigt. So, das heißt, wir brauchen hier den Recycler. Elektrische Elemente, Plastik und den Transformator. Was braucht ein Transformator? Maschinenteile.
muss ich wieder vergessen. Die elektrischen Teile. Maschinenteile. Plastik. Dann machen wir nämlich jetzt den. Holen uns noch ein Plastik. Plastik sollten wir eigentlich genug haben. Und schwupps. Printing completed. So. Recycler. So, für den brauchen wir noch 10 Energiekristalle und Polymer. 10 Energiekristalle, Polymer brauchen wir nicht mehr. Und dann brauchen wir noch die anderen da. Craften wir hier. Ja, genau, so, zack. Da läuft alles dahin. Trinken wir mal. So, den haben wir letztes Mal gut platziert gehabt, finde ich. Den werden wir wieder da hinsetzen von der Beta. Dann setzen wir da an die Decke. Kann ihn ja auch umsetzen im Notfall. Batterie rein. Und geht schon los. Printing completed. Mit. Wenn wir auch daher sitzen. So. So, ziemlich. Ja, wir könnten die alles. Brauche ich nicht. Naja, jetzt wurscht. Lass mal die alles sammeln, die seitlichen, und den da hinten vermehrt. Das ja. So, jetzt ist die Frage. Fehlt nur der Extractor, gut. Es war klar, wir sind dann natürlich bummnigel voll jetzt mit allem. Also. Da kann man ja jetzt alles Mögliche hergeben. So, und gleich wieder zurück. Nicht leer, das war aber minimal. Minimaus, minimal. So, jetzt habe ich alles, was ich herstellen will, hergestellt. Jetzt können wir wieder alles ablegen. So.
So. Einen brauche ich hier noch. Der ist fertig da. Wie wenn wir es auf das gewartet hätten. Perfekt. Alle verschiedene holen. Der holt immer nur die anderen. Der auch alle verschiedene. Ja, die Frage ist dann, was wir wirklich mehr brauchen. Wir wissen es ja eigentlich, wie das, was wir viel brauchen in dem Spiel. So, Höhending passt auch. Ich denke mal, wir sind soweit fertig. Wir haben jetzt alles gebaut, alles erledigt. Wir beenden den Part. Werden aber im nächsten Part weiter. Wir werden einen nächsten Part machen. Vielleicht bauen wir wieder um, vielleicht. Ich weiß nicht. Da könntest du mir jetzt ja schon unterschreiben, was cool wäre. Zum Beispiel braucht man eigentlich nicht mehr. Einen zweiten Energiekristall, einen Energiekristall und drei Transformatoren, das ist eigentlich nicht so tragisch. Maschinen, elektrische Teile. Ja, das können wir im nächsten Part zum Beispiel auch alles weiter zerlegen hier, was wir nicht mehr brauchen. Das sind jetzt natürlich hier die wenigen Sachen drin, aber es wird da gleich mehr werden, die Kisten. Dann brauchen wir eigentlich noch eine Kiste. Kiste, 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 Kiste. Regal, Regal. Da werden wir sich dann kurz überlegen, was wir wo brauchen. Wir werden nämlich eine Kiste, denke ich, werden wir aufheben. Gartenzwerge können wir auch noch aufstellen irgendwo. Naja, ein bisschen was zu tun haben wir ja noch. So, stellen wir eine Kiste da drunter. Und das ist meine, ich verwandle dich zur Müllkiste. Wenn nämlich kein Platz mehr gerade, wenn ich gerade Zeit habe, sowas zu machen. Gut, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo, Bob. Sagst du alle Hallo zu Bob. Hi, Bob. Und im Endeffekt, Bob schaut irgendwie tot aus. Bob? Ist anscheinend doch nicht tot, aber der hat doch immer andere Farbe gehabt. Naja, egal. Gut, Leute. Wir werden dann, wir werden hier noch weitermachen, ein bisschen die Tage. Auf jeden Fall wieder vielleicht morgen schon, schauen wir mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber like, comment, nicht vergessen, meine Freunde, würde mich total freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.